Ja, Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück hier bei den Siedlern 4 im Add-on Die neue Welt mit den Trojanern in Mission 4 und unser Brückenkopf wächst und gedeiht. Es ist schon eine kleine Siedlung draus geworden, aber es ist die Frage, kommen wir hier klar? Ich weiß es noch nicht. Ich versuche einfach mal irgendwie... Ja, wie soll ich sagen, eine Produktion aufzubauen. Bin gespannt, ob das geht. So aus dem Nichts raus. Ein bisschen Eisen kriege ich hier, aber Eisen könnten wir notfalls auch hochkarren. Denn das habe ich hier. Im Gegensatz zu allem anderen. Sonst läuft hier die Mana-Produktion Bombe. Bringt mir aber alles nichts ohne Priester. Und so recht weiß ich eigentlich gar nicht, was ich tue. Okay, also dieses Wohnhaus ist fertig geworden. Das ist gut. Ich habe jetzt hier eine Stein- und Holzproduktion. Das ist schon mal nett. Nee. Komm, macht hier weiter. Ihr seid eigentlich egal. Hier hätten wir nochmal 3 Bogenschützen. Das bedeutet, wir könnten noch... Okay, jetzt schaut mal hier. Was ist hier passiert? Wir haben gerade gespeichert. Wir probieren gleich mal was aus. Und greifen den Römer wieder an. Er ist nämlich gerade nicht mehr mit seinen Truppen da. Und ja, jetzt folgendes. Und dann reißen wir das gleich wieder ab und verpissen uns zu unseren 5 Türmen und hoffen, dass dieses Bollwerk ein bisschen hält. Gut. Abreißen. Und zurück. Das hat uns hoffentlich was gebracht. Da ist noch ein Ritterchen. Ja, jetzt warten wir mal ganz feige ab, bis unsere Aussichtstürme fertig werden. Und checken das dann ab. Machen wir hier noch einen hin. Hier unten haben wir noch einen stehen, den möchte ich aber auch gerne lassen. Und hier haben wir Wüste. Also wir könnten hier auch Mana produzieren. Gut. Wie schaut es denn hier unten aus? Gibt es wieder ein paar Ritter? Jetzt müsste es ja einen Schub geben, da wir das geklaute Kohle jetzt hier unten haben. Die jetzt aber schon aufgebraucht ist irgendwie. Na, immerhin. Immerhin gibt es wieder ein paar Ritter. Das müsste man auch hier sehen. Ja, Orange habe ich jetzt wieder geholt. Den hier. Der hat wohl nicht so viel. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen scouten. Und wir sollten vielleicht auch mal noch 2 Kriegsschiffe in Bau geben. Machen wir jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass wir noch genug Eisen dafür haben. Dann sprengen wir uns mal hier durch und dann schicken wir mal Diebe hier und erforschen den Rest noch. Vielleicht kriegt man ja die doch irgendwie durchgeschleust ohne. So, und jetzt kommt der Gegenangriff. Jetzt habe ich den Salat. Ihr baut bitte Truppen alle hier rein. So, da kommt noch ein Bogenschütze. Super. Alles herkommen. Alles nachrüsten. Danke, danke. Hier liegen nämlich noch Bögen rum. Holt sie. Das da oben könnten wir auch einnehmen, ne? Jetzt fehlt mir hier eine Spitzhacke. So. Die haben wir vielleicht sogar. Ne, haben wir nicht. Also, bauen eine Spitzhacke. Und was haben wir denn an Nahrung? Überschuss. Nix. Okay, machen wir folgendes. Ihr bringt eine Spitzhacke hoch und du bringst mir mal 5 Fleisch und 5 Brot. Tja. Ich habe gedacht, ich hätte mehr Nahrung. Mach einfach mal so.
5 Fleisch, 5 Brot. Fresst ihr dann trotzdem das Zeug hier weg? Beziehungsweise haben wir jetzt Fisch? Und werde ich angegriffen? Du schießt auf irgendjemand? Ich sollte mal ganz cool noch ein Lazarett bauen. Kommt mir gerade so. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. So, noch. Das bauen wir hier auch noch hin. Und wo rennt er hin? Will er jetzt vielleicht das hier angreifen? Naja, gut, dann mach. Das ist mir jetzt auch egal. Ich brauche das hier unten nicht mehr. Ja. Ein Problem ist auch, dass es keine Fische gibt. Aber hier schwimmt doch was. Okay, also wir könnten es hier probieren. Fisch, Fisch, Fisch. Wir probieren. Hier sind überall Fische. Wir probieren es hier. Dich können wir wohl wieder abreißen. So, und du bist natürlich auch ein Ziel für mich hier, ganz klar. So, solange wir noch ein bisschen Kohle haben, aber irgendwie glaube ich, dass wir keine Kohle mehr haben. Eine Spitzhacke. Ja, aber die habe ich doch schon. Die hat er doch schon geladen. Der wartet nur noch ein bisschen auf Nahrung, dann geht's los. Seid ihr voll? Hm. Rein mit euch. 7, 8. Das muss mal reichen. Let's go. Ab ans Land. Eigentlich könnte ich dich auch hier hinfahren lassen. Dauert auch nicht länger. Okay, und die Produktion hier steht. So, jetzt macht mal bitte Prio hier hin. Die nächsten 6 Steine hier rein. Wir brauchen Siedler. Und danach bauen wir gleich das nächste Wohnhaus. Los. Es ist, wie ich befürchtet habe. Okay. Sei es drum. War eigentlich zu erwarten, ne? Ach hier, ach hier, ach hier. Mana 300. Geil. So. Schön, was sich jetzt hier so baut, ja. Ein Kriegsschiff ist fertig. So, vollladen mit Munition. Jetzt haben wir hier nochmal, oh, da ist sogar ein Blasrohrschütze dabei. Ja, ist ganz nett. Jetzt kann auch hier mal das Pulverhaus wieder arbeiten. Oh, das braucht auch Kohle. Na super. Das braucht auch Kohle. Na toll. Ja, und folgendes. Ich brech's ab. Ich brech's ab. Wir lassen's. Stop. Einfach schon allein wegen der Kohle. Es muss mit 2 gehen. Ich meine, da steht ja nur noch 1. Wir schießen die Blockade durch. Gut, wie viele Ritter haben wir hier? Wir probieren es mal eben, komm. Notfalls rennen wir. Eine Spitzhacke, ja, ich weiß nicht, ist das Handelsschiff mittlerweile losgekommen? Ja, es ist losgekommen.
aber mit nur einem Fleisch. Musst du halt nochmal fahren. Okay, zurück, zurück, zurück. Vergesst das, kommt zurück. Beziehungsweise kommt hier oben hin. Das zum Thema Gegenangriff. Und dann weg von den Priestern. So, weg hier. Weg hier. Er läuft weg. Angsthasentaktik, weg. Er kann es nämlich ohne Schwertkämpfer nicht einnehmen. Schade, dass wir den Priester nicht gekillt haben. Schade. Jawohl. Einer ist weg. Sehr gut. So muss das. So, hier steht die Produktion. Warum auch immer. Ich habe keine Siedler mehr, ne? Aber das ändert sich auch gleich hier oben. Und dann machen wir mal nochmal zwei Planierer. So, um zwei Planierer zu machen, müssen wir jetzt nochmal zwei von euch hier abziehen. Zack. So, nehmen die Schaufel in die Hand und los geht's. Habt nichts zu tun, okay. Gut. Jetzt hat er hier auch noch Priester. Nicht so gut. Okay, wir nehmen unsere 6. Ihr seid jetzt mal Gruppe 1. Und übrigens gut, dass ich nicht verloren habe, obwohl die Generäle draufgegangen sind. Da hatte ich ein bisschen Angst, aber wahrscheinlich ist hier ein General gemeint. Genau, du musst überleben. Oder was steht da eigentlich? Nehmen Sie alle Ihre Level 3 Krieger bei den Kanaren auf und lassen Sie auf keinen Fall Ihre 3 Hauptmänner zurück. Bringen Sie die Priester und ihre Krieger per Schiff ganz in den Südwesten der Karte. Ja gut, notfalls bauen wir 3 neue. 3 neue, ja. Hier machen wir auch mal Briefe rein, hier oben. So. Das Trägervolumen erhöhen wir jetzt auch mal hier um 5. So, Spitzhacke fehlt immer noch. Aber ich glaube, sie kommt jetzt dann gleich. Du bist deutlich schneller. Ausladen und zurück. Und du bringst mir noch die restlichen Truppen hoch. Und dich nehmen wir auch noch mit. So viel Zeit muss sein. Das waren jetzt 7 Schwertkämpfer. So. Das ist gut. Ein Stein, der ist da. Wo sind die Bauarbeiter? Da läuft schon einer los. Gut. Hier machen wir übrigens alles. Vielleicht kriegen wir ja irgendwo Gold geklaut. Keine Ahnung. Und jetzt versuchen wir einfach noch ein paar Nadelstiche zu setzen. Was bleibt mir auch anderes übrig? Angriff. Attacke. Und natürlich muss ich alle gleich wieder abreißen. Aber jetzt machen wir seine Holzproduktion völlig nieder. Die ja gar nicht mal so klein ist. Pam. Okay, sehen wir einen. Okay. Ja, reißen wir wieder ab. Alles klar. Haben wir gesehen. Danke, ciao. Da ist der Römer. Also, er ist gar nicht so weit weg. So, er geht mal zum Lazarett. Und jetzt ist die Spitzhacke da. Und ein bisschen Nahrung. Also, macht was draus. Und die Kohle, die hier jetzt liegt, ja, die hast du natürlich nicht mehr mitgenommen.
Kann man die jetzt wieder auslagern? Nicht wirklich, ja? Komm auf. Das sind Priester. Kommt hier rüber. Gerade sag ich's. Da lauft er natürlich Spitzenklasse lang. Ein erledigt. Beide tot. Gut. Gut. Sehe ich, wenn ich das Werkzeug anklicke, das, was hier liegt? Oder sehe ich? Ich sehe alles. Blöd. So, nächste Prio hier drauf. Vier Steine sollte auch kein Problem sein. Und ihr schaut jetzt mal, dass ihr euch irgendwie heilen lasst. Vielleicht funktioniert es ja bei den Mayas besser. Ich hoffe es. Aber so richtig Kohle bringt ihr hier auch nicht, ne? Da ist mal eine Kohle. Oh Mann. Hier unten. Kohlebergwerk. Pam. Da müsste ich aber noch eine Spitzhacke bauen. Und hochbringen. Bring doch gleich mal. Nimm doch gleich mal Eisen mit. Eisenerz mal 16. 10. Das sollte doch kein Problem sein. Fische? Hier vorne? Hier unten? Ah ne, halt, du gehst los. Gut. Doch, so. Ne, du gehst wirklich da unten angeln. Dann kannst du aber auch hier angeln gehen. Und der andere Fischer, Mensch. Dahin? Komm schon. Naja, dann halt nicht. Okay, hier gibt es wieder ein paar Ritter. Herkommen, los, rauf mit euch. Au, okay, jetzt, das war mein Knochen. Was sehen wir denn hier? Okay, das ist schwierig einzunehmen. Und auch nicht so wichtig. Und eigentlich brauchen wir hier die Bergwerke. So, wie schaut meine Gruppe aus? Ihr seid wieder einigermaßen geheilt. Das ist gut. Wir greifen an. Attacke. Komm, wir machen noch eine zweite Spitzhacke. Ich hätte gerne nämlich noch... Ich hätte gern nämlich noch eine ganz gerne. Eine schon unterwegs, oder? Nee, ist sogar schon da. Okay. Weil dann können wir nämlich hier... Okay, da sind jetzt Priester. Aufpassen. Schön hier hoch. Dann können wir nämlich hier noch einen Steinbruch bauen, wollte ich sagen. Es macht so arg Sinn. Okay. Angriff. Feuer frei. Es
ist natürlich die Frage, ob der Römer in meine Richtung expandiert. Und ja, das sieht so aus. Also mit dem Römer werde ich noch viel Spaß haben, vor allem weil er viel mehr Militär hat wie ich. Also mal gucken, wie wir das abwehren. Da macht es ja fast Sinn, wenn hier noch ein bisschen Wikinger überlebt als Puffer. So, kriegst du sogar noch ein bisschen Land zurück und zurück zum Lazarett. Und zurück. Dann brauchen wir hier wieder einen Aussichtsturm. Hier brauchen wir keinen, weil den werden wir... Ja, er baut hier eine Baracke. Und hier unten macht es auch Sinn. Das hier ist blöd. Also als nächstes greifen wir da oben an. Kommen nicht noch irgendwie Ritter? Ja, genau. 5. Wahnsinn. So, da kommt wieder ein Handelsschiff. Da kannst du eigentlich direkt wieder fahren, ne? Tust du auch. Und tschüss. Ja, ich weiß. Und da fehlt auch eine Spitzhacke. Ist okay. Ist okay. So, jetzt haben wir schon ganz schön Land verloren. Wenn es euch jetzt wieder gut geht, dann kommt ihr mal hier hoch. Und dann greifen wir ihn an. Dann greifen wir ihn an. Warum denn nicht? Und dass hier nicht gearbeitet wird, könnte auch bedeuten, dass es hier kein Eisen mehr gibt. Hm. Ja, ich weiß, dass da eine Spitzhacke fehlt. Danke für die Info. Kommt lieber hier hoch. Wieso habt ihr eigentlich das jetzt so schnell hochgezogen? Wie ging denn das jetzt? An was fehlt's denn? An Steinen. Aber ich baue doch eigentlich auch gar nichts mehr. Großartig. Da 2, 3 Steine noch und dann haben wir alles. Habt ihr hier die Kohle rausgeholt? Ja, die geht jetzt in die Werkzeugschmiede. Okay. Also wir könnten jetzt hier auch schon 2 Werkzeuge produzieren. Das ist doch schon mal was. Könnte also 2 Sensen produzieren und 2 Bauernhöfe bauen. Und das werde ich wahrscheinlich auch tun. So, abladen und zurück. Und ihr versteckt euch mal hier in den Türmen und ihr greift den jetzt hier an. Das müssen wir hier ein bisschen unterbrechen. Diese Expandierversuche, da habe ich schon überhaupt keinen Bock drauf. Stirb. Und hoffentlich kommt da jetzt keine Armee angerannt. Aber es macht nicht den Eindruck. Ich hoffe, er hat selber alle irgendwie... Sehen wir jetzt noch was Neues. Komm, wir greifen noch einen an. Wenn wir schon am Nerven sind, dann nerven wir richtig. Wenn er hier keine Verteidigung hat, selber schuld. Ich weiß, dass eine Spitzhacke fehlt. Die ist doch gleich da. Also beide sogar. Mist, jetzt habe ich einen verloren. Und er... Und die holen wir uns auch noch. Attacke. Okay, weg, 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 weg. Lauft. Lauft. Lauft.
hat ihn definitiv genervt. Oh Mann, Angsthasentaktik. Ihr immer noch keine Fische oder was? Ach, das ist doch kacke auf der Karte mit Fischen. So. Ihr bitte wieder ans Lazaretti. Hab ich jetzt sogar drei. Geil. Weg hier. Der Gegenangriff wird kommen. Bin mir sicher. Spitzhacke, Spitzhacke, ja. Spitzhacken hier. Bingo. Und noch ein bisschen Eisen. Okay, dann machen wir das jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir machen zwei Bauernhöfe. Und die machen wir am besten hier oben. So und so. Du das hier hin. Warum eigentlich so weit weg von der Produktion? Na, weil da Platz ist. Also das war jetzt nicht schlau von mir. Garantiert nicht. Eine Windmühle. Die war wahrscheinlich auch nicht so schlau gesetzt. Naja, egal. Und zwei Bäcker. Die machen wir dann so auf halber Strecke vielleicht. Und wir machen zwei Wasserwerke noch dazu. Hier und hier. Okay, jetzt habt ihr wieder was zu tun. Viel Spaß. Ja, wird Zeit, dass die Spitzhacke kommt. Ich brauche mehr Siedler. Ich wollte aber sagen, ich brauche dringend mehr Steine hier oben. Auch eins dieser kleinen Problemchen hier. Was macht eigentlich ihr? Seid ihr nur noch 6 mittlerweile? Das kann natürlich sein. Hier liegt auch noch Holz und Hämmer. Hm. Also am Holz liegt's nicht. Das kann man wohl schon sagen. So. Jetzt wäre natürlich da hinten so ein Turm auch ganz cool. Und was ist denn eigentlich hier? Okay, das motiviert mich zum nächsten Angriff. Da scheint das Land auch getrennt zu sein. Hier sind die Priester, da muss ich aufpassen. Oh, da hat er auch noch eine Burg. Hui, 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 hui. Die mir natürlich auch komplett egal ist. Ich will den Berg. Und den kann ich auch gefahrlos wieder abreißen. Oh, das ist ja richtig gut gelaufen für mich hier, dass es hier sein Land getrennt hat. Das hat seine Produktion vernichtet. Ich muss ihn ja nicht töten. Aber so gut wie. Haha. Gut, zurück. Abreißen. Zurück. Und jetzt macht auch hier ein Aussichtsturm plötzlich Sinn. Und haben wir noch irgendwo Geologen? Jetzt wäre wieder einer ganz cool. Deswegen, Klack, ich habe dich angewählt. Wer wirst du? Wer bist du? Na? Da ist er. Guck mal, ob du mir vielleicht noch ein bisschen Eisen findest. Apropos Eisen. Und Kohle. Das hat mir wieder ein bisschen was gebracht. So, check mal hier den Berg voll ab. Ich glaube irgendwie nicht, dass du angegriffen wirst. Also mach's in Ruhe. Wie, schon wieder 30 Minuten rum? Okay.
Ja, wir machen noch 30 weiter, aber für diese Folge ist damit Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal.